Ich spiele jetzt hier das Spiel Müll AG. Ein Spiel über Müllentsorgung. Eigentlich für Kinder. Und das ist von 2015 und das ist jetzt, das kommt jetzt in diesem Moment heraus. Und ich spiele jetzt hier gerade eine Beta-Version, mit der ich natürlich sehr sorgsam umgehen werde. In dem Spiel geht es um die Müllmonster auf dem Planeten Alpha X, auf dem sie leben und zu Hause sind. Und auf diesem Planeten kommt der Müll von allen anderen Planeten über diese Pipes an. So wie eben auch von diesem hier. Karlsrux, das erinnert mich an irgendwas, aber ich komme gerade nicht ganz drauf. Und auch hier der Stinkemüll kommt eben hier so rüber. Und das Spiel ist, wie gesagt, von diesem Jahr, also von 2015, und zwar von Greta Hoffmann und Brice Clocher, ein deutsch-französisches Entwicklerduo. Und ja, es geht einerseits darum zu lernen, wie man eigentlich richtig Müll entsorgt und sortiert. Also es ist schon ein bisschen so ein Bildungsspiel, aber andererseits gibt es auch so eine übergreifende Story, die man über Missionen so entdecken und sich langsam freischalten kann. Genau. Ich gehe mal zu der Sortieranlage, wo ich jetzt auch gleich die vier Monster antreffen werde. Hallo. Natürlich muss ich denen irgendwas zuwerfen, damit die irgendwie Hallo sagen. Yeah. Das war nicht ganz richtig. Tja, diesen mag der auch. Der hat auf jeden Fall gerade viel zu tun. Okay. Das mochte der, glaube ich, nicht. Und immer wenn diese Kiste hier unten so wackelt, dann bedeutet das, dass da eigentlich gerade irgendwas kommt, was ich mitnehmen sollte in meine mobile, orangene Kiste. Weil das kann man dann später noch benutzen. Ich kann auch hier ein bisschen schneller stellen. Aha. Okay. Eine Riesenzigarette. 21 von 26. Naja, nicht schlecht. Ich bin aber echt nicht gut da drin. Aber hier sieht man mal die vier. Ich kann immer noch nicht alle Namen auswendig. Das ist auf jeden Fall Bioblurb. Das ist der Drache, der aber auch nochmal einen eigenen Namen hat. Der hat aber so eine schöne Stimme. Wirkt so ein bisschen grimmig, aber ist auch natürlich ein cooler Typ. Der macht Papier. Und der ist zum Beispiel verliebt in die... die Wetterfee des Planeten, also in die Forscherin, die, glaube ich, hier unten lebt. Ja, genau. Und der ist aber zu schüchtern, um mir das zu sagen. Das kann man alles über die Geschichte rausfinden und so weiter. Und ich bin jetzt hier auch mittendrin in der Geschichte, weil der Vulkan irgendwie gerade anfängt rumzuspinnen und sich alle Sorgen machen. Spinnen mag sie nicht so gerne. Tut mir leid. Und wenn ich hier den Aufzug nehme, kann ich mir die Daten des Planeten angucken. Also ich habe gerade nochmal neu angefangen, deshalb sind die Werte jetzt noch relativ gut. Aber ja, man muss halt gucken, dass es nicht total schlecht wird hier von den Werten, weil sonst geht es den Monstern auch sehr schlecht und die kommen dann irgendwann ins Krankenhaus und das Spiel hat man dann halt verloren. No? Das gibt's auch. Ja, hier kann ich mir... Ah, Kaolin King. Bioblurb. Wie heißt denn der hier nun? Asche. Mr. Ash. Mr. King. Auch Ash. Sperry. Sperry, super. Sperry muss man so ein bisschen noch trainieren und dann kann er aber Sperrmüll entsorgen. Der Kleine. Ah ja, und Silica. Silica ist super. Silica ist eigentlich mein Lieblingsmonster. Da geht es mir bestimmt nicht als einzige so. Weil... Ja... Ach genau, die wohnt hier im Hinterhof. Du, 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 du.
Und das ist so ein Flascheneinwurf-Monster. Hm? Also, spielen wir das nochmal. Ich weiß schon, dass man alles, was irgendwie so eine komische Farbe hat, kommt bei Grün rein. Und das ist vielleicht jetzt auch der richtige Moment, um zu sagen, dass dieses Spiel eigentlich nicht für den Browser und für Maus gemacht ist, sondern für Tablets, wo man dann auch viel schneller dieses Minigame hier spielen kann. Also ich lose hier total ab, aber macht trotzdem totalen Spaß. Also man kommt da echt Mist, in so eine Trance rein. Die Musik wird auch schneller. Und da kann man sich dann auch mal mit anderen ganz gut messen, glaube ich. Silica freut sich. Ja, ich wünschte einfach nur, ich könnte jetzt hier ein bisschen... Oh, nein. Konzentrieren wäre auch nicht schlecht. Nein, nein, oh, jetzt sind so noch Fehler. Ja, nein. Okay. Gute Punktzahl, aber... Das hier heißt nur, dass ich einfach wieder neue Flaschen mitbringen soll und dass eben noch drei fehlen, bevor ich das Spiel hier wieder spielen kann, was echt gemein ist, weil das macht einfach am allermeisten Spaß. Aber okay, man muss sich auch um den Rest kümmern. Und dadurch, dass ich nicht alles richtig gemacht habe, weint Silica eben. Tut mir leid. Ja, und hier ist meine Kiste. Das kann ich auch gleich zu BioBlur bringen. Und mit dem Kompost herstellen sozusagen und auch damit eine Pflanze hochziehen und so weiter. Und hier oben sieht man noch so eine Schatzkarte. Also darüber gestaltet sich eben auch die übergreifende Geschichte, die man herausfinden muss. Kann. Ja. Die Müll-AG und die Müllmonster. Es ist eigentlich als Spiel angelegt für... Kann man noch zu Bioblog gehen? Nee, jetzt bin ich glaube ich nicht bei Bioblog. Ah, jetzt bin ich bei Caroline King und der ist wie gesagt, der ist verliebt in Meteo und deshalb hat er hier diesen... den soll ich hier jetzt bringen und den habe ich jetzt hier in meiner Kiste und ja. Das Spiel ist eigentlich angelegt für... Für Kinder zwischen 8 und 12 Jahren. Ich würde aber fast denken, dass sogar noch etwas jüngere Kinder das spielen können, die vielleicht gerade mit Lesen anfangen oder sowas. Und natürlich auch ältere Kinder.